2017 finden die Special Olympics World Winter Games in Graz und Schladming damit bereits zum zweiten Mal in Österreich statt. Der Stocksport wird hier erstmals in der Geschichte fix ins Programm aufgenommen. Dass aber dieser nicht nur eine Wintersportart ist, das haben 230 Sportlerinnen und Sportler bei den 17. Stockmeisterschaften im niederösterreichischen Zellerndorf gezeigt. Nach den Special Olympics in Los Angeles ist vor den World Winter Games und die finden 2017 in Österreich statt. Bis dahin dauert es zwar noch, doch bereits jetzt leistet das Special Olympics Team Österreich Pionierarbeit im Stocksport. Stocksport wird erstmalig international bei Weltspielen angeboten werden, gleich wie alle anderen Sportarten, und darauf sind wir absolut stolz. Es ist 2017 zum zweiten Mal in der Geschichte, dass in Österreich Weltspiele sind. 1993 zum ersten Mal überhaupt außerhalb der USA, damals mit Salzburg zusammen, jetzt mit Graz und Ramsau zusammen. Und worauf muss man beim Stocksport achten? Sie müssen einfach auf die Taube schießen, und es ist so, dass zwei Mannschaften gegeneinander spielen und der Stock muss immer am nächsten zur Taube stehen. Diese Mannschaft hat dann die Gutpunkte, das heißt bei uns beim Stocksport ziehen, und die gegnerische Mannschaft muss dann so lange draufschießen mit den Stöcken, bis sie entweder näher ist, und wenn sie weiter weg sind und die vier Stöcke von der Mannschaft sind verschossen, dann gewinnt der, der am nächsten neben ist, und bekommt seine 3 Punkte. Bisschen kompliziert. Als Bewerb für die World Winter Games eignet sich diese Sportart aber perfekt. Wir merken, dass bei Menschen mit Beeinträchtigung im intellektuellen Bereich der Sport ein Thema ist. Die haben ein sehr gutes Gefühl und haben großartige Leistungen. Und das fördert jetzt Distanzen einschätzen, Kraft einteilen, Ziele erreichen. Und für einen behinderten Menschen mit Beeinträchtigung ist es gerade wichtig, dass sie die Ziele im Auge haben. Und das Ziel der Athletinnen und Athleten sind die World Winter Games im eigenen Land. Bis zu 110 Nationen werden in Österreich erwartet. Und die Pre-Games zu diesem Großereignis finden bereits im kommenden Jahr statt. Bis dahin muss weiterhin fleißig trainiert werden. Natürlich gibt es eine Qualifikation, insofern, dass wir Kriterien haben. Das heißt jetzt aber nicht, dass immer der Beste teilnehmen muss, sondern da gibt es noch viele andere Dinge dazu. Unter anderem, dass die Athleten mindestens 2 Jahre trainieren und einen Trainingsplan nachweisen, dass die Athleten aber auch hier an diesen Meisterschaften teilnehmen müssen oder an den Pre-Games, die gleichzeitig die nationalen Spiele sind 2016. Wir schauen uns das sehr genau an, und es gibt auch einen genauen Trainingsplan, wenn die Quoten vergeben werden. Diese Quoten werden erst nach den Spielen 2016 für Österreich in Österreich vergeben. Die Meisterschaften in Zellerndorf sind also eine gute Standortbestimmung für alle Sportlerinnen und Sportler. Auch wenn an diesem Tag nicht alle Grund zum Jubeln haben. Ich bin nicht zufrieden mit meiner Leistung. Warum denn nicht? Weil ich viel daneben geschossen habe. Spätestens bei den Weltwinterspielen soll dann aber alles getroffen werden. 2017 sind wir in Graz dabei. Ja, da gehen wir alles. This is our call, we rise and we fall.